Hallo an alle und willkommen zu einem neuen Road to Damascus Video hier in Modern Warfare, wo wir versuchen hier die Damaskus-Tarnung freizuschalten. Und heute ist eine neue Waffe dran, natürlich wieder wie jede Folge, und zwar heute die erste LMG, die wir freischalten, hoffentlich freischalten. Und zwar ist es die M91. Da habe ich doch einen gesehen. Ah, ich glaube, der ist down. Ja. Oh, da oben saß einer. Ja, geil. Ja, ich würde sagen, das ist so die zweitbeste LMG, die es gibt nach der PKM. Aber auf jeden Fall spiele ich mit der eigentlich auch gerne. Wobei ich, naja, mehr natürlich mit Assault Rifles spiele. Aber hin und wieder packe ich die auch aus. Und da hat mich einer mit dem Raketenwerfer weggemacht. Dankeschön. Ich brauche wieder Kills ohne Attachments. Es müssten 9 sein. Aber ihr wisst ja wahrscheinlich auch schon aus den letzten Folgen, dass das in Modern Warfare irgendwie nie so richtig stimmt, beziehungsweise das Zählen immer ein bisschen komisch ist. Irgendwie braucht man 9 Kills laut der Anzeige, aber nach 7 Kills bekommt man dann schon die Goldtarnung, komischerweise. Und ich werde gerade immer weggemacht, dankeschön. Einer ist gerade zu A gelaufen anscheinend. Okay, ich bin mal gespannt, ob ich den jetzt wegmachen kann. Nein. Ich war zu langsam im Drücken. Ich hätte es gerade gedacht, da ist einer bei. Wieso habe ich jetzt die Goldtarnung freigeschaltet? Wieso? Ich check's nicht. Ich habe keinen mehr gekillt gerade. Ich habe nur 2 Kills. Von laut Anzeige 9. Stark. Ja, komisch, naja. Anscheinend habe ich jetzt doch nur 2 gebraucht. Ich habe, also, wenn ihr das versteht, könnt ihr es gerne mal in die Kommentare schreiben, aber ich check's einfach nicht. Wieso ich jetzt. Da oben sitzt einer da. Geil. Wieso ich jetzt schon Gold wieder habe? Keine Ahnung. Egal, aber. Ja, mir soll es auf jeden Fall recht sein. Wir schauen uns dann jetzt mal die Goldtarnung auf der M91 an, wie die so aussieht. Gut, wieder hier bei der M91 in der Tarnung-Kategorie oder Tarnung-Tab oder wie man auch immer das nennen will. Wir haben die Reptile-Tarnung hier wieder freigeschaltet. Bei den LMGs brauchen wir nur 75 Kills ohne Attachments. Wir haben hier jetzt auch die 75 fertig. Und natürlich haben wir hier auch Gold. Jawohl, sieht auf jeden Fall geil aus, würde ich sagen. Unten wieder schön hier schwarz mit Gold durchzogen und oben ganz viel Gold hier auf der Waffe auf jeden Fall. Leider das Magazin wieder nicht in Gold oder in Schwarz mit Gold durchzogen, also nicht in die Tarnung einbezogen. Was leider ein bisschen schade ist, und auch der Sack hier unten sieht ein bisschen komisch aus. Aber naja, wir schauen mal, wie das aussieht, wenn wir das Setup hier drauf laden. Wo ist denn? Hier, M91. Da. Das benutze ich persönlich immer, wenn ich die M91 im Multiplayer spiele. Und zwar habe ich da den Monolithic Suppressor drauf, den Commando Foregrip und das Stippled Grip Tape, was ihr natürlich auch schon von anderen Waffen kennt. Und dann den M91 Heavy Barrel, der gibt uns wieder ein bisschen mehr Damage Range und Projektilgeschwindigkeit und Rückstoßkontrolle. Dann noch den No Stock habe ich drauf, dadurch bekommen wir Movement Speed und Aim Down Sight Speed, also wird alles ein bisschen schneller. Natürlich würde auch, denke ich mal, der Forge Tag Ultra Light gehen. Aber ich habe mich eben jetzt für den entschieden. Ich würde sagen, es sind eigentlich beide gut. Aber ja, wie gesagt, ich finde den No Stock besser. Und ich würde sagen, wir gehen dann in eine neue Runde. So, neue Runde. Hardcore Domination. Auf der Map. Wie heißt sie denn? Arklov Peak? Oder? Ja, genau, da steht's ja. Mit der M91. In Gold. Und ich muss sagen, sieht auf jeden Fall geil aus. Die Map hier ist auch ziemlich hell. Sieht man schön, wie die aussieht. Auch wenn es hier das Nachladen natürlich Ewigkeiten dauert. Aber ja, wir haben damit auf jeden Fall die erste LMG freigeschaltet. Was natürlich richtig gut ist. Und ich wurde hier erstmal weggemacht.
mit der Assault Rifle Klasse sind wir ja, oder Kategorie, sind wir in der letzten Woche mehr oder weniger fertig geworden. Die einzige, die jetzt noch fehlt, ist die AMAX, aber das ist ja eine DLC-Waffe, die eigentlich nicht wichtig ist für Damaskus. Aber wir haben in der letzten Folge die Damaskus, die auch, ich kann nicht mehr reden. Ich soll einfach lassen. Die Platin-Tarnung freigeschaltet. Oh shit, jetzt hing ich da fest. Gut, gut, aber ja, wie gesagt, die erste LMG auf Gold, die M91. Ich bin mal gespannt, welche ich dann als nächstes mache, welche Waffe. Ich denke mal wahrscheinlich die MP5. MP5 wird die nächste Waffe sein, da bin ich nämlich mit den Challenges am weitesten. Aber ja, wenn es euch natürlich wieder gefallen hat, diese Folge, könnt ihr natürlich gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch natürlich nicht gefallen hat, könnt ihr natürlich auch einen Daumen nach unten da lassen. Ist natürlich euch freigestellt. Und dann hoffe ich doch, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin, macht's auf jeden Fall gut. Haut rein. Und ciao.